zum Design vom Evo Speed. Ist natürlich ein sehr außergewöhnliches Design, aber mir gefällt es trotzdem ganz gut, weil es einfach was Besonderes ist für den Fußballschuh. In dem schwarzen Bereich sind 6000 Kinder abgebildet, die im Dortmunder Klinikum behandelt werden, und zwei Hände, die sich halten hier. Viele Begriffe wie Hoffnung tauchen hier auf jeden Fall auf. Und ja, die Schnürsenkel, wie die hier gestaltet sind, ist natürlich auch super, also Design 5 von 5. I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big though. Clubbing all night, champagne popping, get it faded. Girls on my waistline, tell the DJ it's bass time. I got these girls all over me, they're going down, down for some. Nun ein kurzer Rundumblick zum Evo Speed. Die Fersenkappe sitzt hier außerhalb. Die ist natürlich wichtig für die Fersenanpassung an den Schuh. Die Stollen sind beim Evo Speed immer recht lang, was ich gut finde, weil eben bei matschigen Böden hat man hier trotzdem einen guten Halt. Nur ein Problem habe ich immer mit dem Material vom Evo Speed. Das ist für mich ein bisschen zu steif. Da ist der Evo Power für mich eine Kategorie besser. Der Evo Speed ist natürlich streng limitiert. Den gibt es, glaube ich, nur 10 Mal in Deutschland, Österreich und Schweiz. Deswegen auch der Preis von 250 Euro. Ich werde jetzt selber auch nicht mit dem Fußballschuh Fußballspiele spielen. Ich werde den daheim auch ins Regal packen oder in die Vitrine. Und ja, auf jeden Fall ein super Fußballschuh, auch vom Design, auch von der Message dahinter. Und der Preis, wie gesagt, 250 Euro. Gewicht ist 250 Gramm bei einer Größe von 44. Und ich bin wieder raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.